zusammen, hier ein Sound auf Anfrage und zwar Kids in America von Kim Wilde. Wir haben hier unten den Bass. Dann haben wir hier auf den Pads, die könnt ihr natürlich auch aufs Nano-Pad legen, wo ihr wollt, haben wir den Akkord. Und zwar ist das so gelegt, dass wenn man hier den sechsten Akkord spielt mit einem Finger, dass man hier auch gleichzeitig noch das H spielen kann für dieses Riff. Ich spiele den Song jetzt nicht selber, deswegen kann ich den tatsächlich nicht vollständig spielen. Und hier oben ist dann das Solo. Was jetzt noch nicht drin ist, was dann aber gleich, wenn ihr den kauft, auch drin ist, ist natürlich hier auf dem Drumtrack der Klick, der dann auf den Ausgängen 1 und 2 rausgeht für den Schlagzeuger, damit auch das Riff hier, was über den Step-Sequencer läuft, auch vernünftig genutzt werden kann.